So, ihr Lumpis da draußen, willkommen zurück zu Factorio und ich habe mir hier ein bisschen Gedanken gemacht. Am einfachsten ist es, glaube ich, wenn ich das einfach so mache. So, weil, wenn jetzt dieses hier weg ist, dann kommt hier zuerst das Holz. Und sobald hier die Kohle verbraucht ist, nimmt er dann das Holz. Und wenn hier kein Holz mehr kommen sollte irgendwann, dann nimmt er die Kohle. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. So, hier wollte ich aber noch das hier machen. Quatsch. Da brauche ich noch Kupferkabel. Du kannst aber schon mal das hier machen. Und Kupferkabel, die hole ich mir. Hole ich mir die hier. Ziehe die hier rüber. Das bisschen. Passt hier noch sowas rein? Ich meine, ich brauche ja da nicht viel. Da mache ich hier noch eine Maschine rein. Ziehe das hier hoch, hier durch. Zack, zack, zack. Bam, bam, bam. So ist der Plan. Schauen wir mal. Das passt doch super. So, dann hier hoch und so weiter und so fort. Kupferkabel, einmal Strom. So, hier komme ich natürlich jetzt nicht durch. Ja, das ist so klar. Dann müssen wir hier rüber. Okay, da machen wir es halt so. Kommst du halt hier hin. Ja, wobei, nee, du sollst lieber. Nee, der muss ja hier lang. Der muss ja. So. Und dann da hoch. So und so. Alles für das Kupferkabel. Ah! Hier hoch, so. Grad noch. Grad noch gerettet. Sehr schön. Ich finde es ganz gut, den Schaden noch weiter zu erhöhen. Es kostet 300, 300, 200. Machen wir die Geschütze- und Feuerrate noch hoch. So, dann hier rüber. Und dann kommst du hier an. So. Und dann kommst du hier rein. Genau, und dann kommst du hier wieder raus. Das geht ja recht fix, ne? Ja, da brauchen wir auch einen schnellen. Und zwar kommst du raus in eine passive Anbieterkiste. So. Zum Bauen halt, hätte ich das Zeug gerne. Genau. Ja, reicht ja nicht so. Oder soll man sagen, so. Gut. So, ich habe es im Gefühl, dass jetzt genug gutes Uran da ist. Auch hier geht es jetzt richtig schön hin und her. Da ist richtig was los jetzt mit dem ganzen Holz. Wie viel haben wir denn da noch im System? Holz, 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 Holz. Ist das irgendwie sortiert? Irgendwie nicht, ne? Sehe ich jetzt auch keins mehr. Aber die machen ja irgendwas hier, ne? Ich dachte schon, jetzt ist hier alles leer. Hier ist doch noch Holz drin. Noch genug Holz ist hier drin. So. Ja, das sollen die mal machen. Das sollen die ruhig mal machen, das sieht gut aus. So, übrigens, der Tipp kam wieder von Philipp. Vielen Dank, Philipp. Wie gesagt, du bist mir echt eine große Hilfe. Ich versuche hier auch so gut wie alles umzusetzen, was du mir so sagst, weil die Tipps sind echt super. Manchmal klappt das auch nicht so, weil ich irgendwas vergesse. Dann schreib es mir einfach nochmal. Ah, 37, wir brauchen noch 4 Stück. Ne, oder wir brauchen. Kann man kurz gucken.
Ja, wir brauchen ein. Ja, wir brauchen 40 eigentlich. Okay. Oh, jetzt habe ich das ausgeschaltet. Tut mir leid. So, hier ist aber zu wenig. Strom geht halt weg nachts. Und das Uran könnten wir noch ein bisschen mehr hier haben. Ich meine, wir haben noch 6 Stück. Von den Förderern kommen. Das machen wir. 1, 2, 3. So. Nee. Ups. So wollte ich es natürlich nicht. So wollte ich es haben. So, ihr habt keinen Strom. Ja, wo kommen wir denn da hin? So, einmal Strom hier rüber. Dann wollen wir hier das haben. Und der Rest geht so. Ja, es ist wieder kein Strom da. Und zwar gewaltig kein Strom. Brauchen da so viel Strom jetzt? Ich habe doch jetzt gerade erst Zeug gebaut. Ja, da braucht halt viel, viel Strom. Die brauchen viel Strom. Okay, und die ganzen Roboter natürlich, die jetzt da rumfliegen. Aber sobald mal das Holz hier oben verbraucht ist, geht das auch wieder zurück, oder? Ja, und tagsüber sieht es auch besser aus. Da lädt das auch. Ja, die sind aber immer noch am Holz hier rumkarren. Ist immer noch genug da für die Kiste hier oben. Na gut. Mauern. Mauern und ich will mal nach den Dingern gucken. Da brauche ich ja für dieses Teil hier 25 jeweils. Die sind doch hier drüben. Die bauen wir doch. Und ich glaube, von denen könnte ich auch noch ein paar mitnehmen, ne? Wenn wir schon mal hier sind. So, was haben wir es denn? 13. Und 13. Oh, das heißt noch 4 Stück von denen. Und dann habe ich genug von allem, um das zu machen. Wieso läuft das nicht? Was fehlt? Die roten. Genau, da war was. Da war vorhin schon das Problem, dass hier nur noch so tröpfchenweise die roten Schaltkreise ankommen. Da wollte ich mal kurz nachgucken. Woran liegt's? So, die kommen von hier, da, hier. Und da kommt kein Kunststoff mehr. Okay. Und es kommt kein Kunststoff mehr. Was fehlt? Irgendwas fehlt hier immer. Aha. Das Gas fehlt. Und die Ölraffinerien laufen nicht mehr, weil das Leichtöl voll ist. Das heißt, ich brauche noch mehr davon. Also mehr Chemiefabriken, die das Leichtöl aufspalten und dann zu Alkangas produzieren. Okay. Gut, dass wir mal nachgeguckt haben, ne? Stahl brauchen wir für die Chemiefabriken. Und Stahl haben wir hier zum Glück ein bisschen rumfahren. Nicht viel, aber was soll's? Das ist jetzt gerade dringend. Ich würde sagen, ich mache mal noch mal 2 Stück dazu. Okay, mal gucken, wo wir die hinbauen. Da brauchen wir Wasser und halt Leichtöl. Ich würde hier oben vorschlagen. Hier können wir Wasser holen und hier Leichtöl. So, dazu müssen wir dich mal kurz wegmachen. Kriegst du gleich wieder.
So. So. Das hier. Jetzt nehmen wir erstmal das Wasser hier weg. Ja gut, da brauche ich eigentlich keine unterirdische Leitung. Aber hier wäre sie nicht schlecht. So, und dann das Leichtöl. Das könnten wir uns fast von hier oben holen. So. Und jetzt kommt ihr hier hin, ihr Lieben. So. Jetzt hoffe ich, dass hier ein bisschen was runtergeht. Ich glaube aber nicht. Das reicht noch nicht, ne? Wir verbrauchen zu viel Alkangas. Ich meine, es steigt ein bisschen, aber wirklich unerheblich. Na, eigentlich bleibt es genau gleich. Okay. Nochmal zwei. Hier geht ja gar nichts runter. Hätte man hier auch schöner machen können. Definitiv hätte man das machen können, aber dann baue ich hier nochmal zwei hin. Der obere ist Leichtöl. So, von den Rohren brauchen wir da noch ein paar. Rohre. So, das Wasser müssen wir uns von da oben holen. Also erstmal wieder einstellen. Das hier da, das hier da. Das ist dann so ein Rohr, Wirrwarr, ne? Wahnsinn. Das geht, ohne dass ich da Probleme kriege. Das heißt, so und so. So, das heißt, ihr habt schon mal Wasser. Ja, und das andere holen wir uns von hier drüben. Und das hier auch. Von hier. Ja, brauche ich eigentlich auch kein unterirdisches Rohr. So. Und hier können wir es anschließen. Können es auch einfach hier unten anschließen. Dann kommt da was nach. So. Dann gucken wir gleich nochmal. So. Lasergeschützte Umfeuerrate kostet 200, kostet 300. Können wir noch mal erhöhen? Jo, komm schon. Auf geht's. So, wir haben hier 300. Steigt nicht so, wie ich es gern hätte. Wenigstens pumpen die jetzt wieder. Hier kommt aber eigentlich gar nichts raus. Weil die das hier gar nicht verbrauchen. Oh, wie viel muss man denn da noch machen? Also, es steigt nicht wirklich. Jetzt gerade mal, die brauchen ja auch das Alkangas. Ich
Schwefelsäure, da haben wir noch ein bisschen. So, jetzt kommt hier aber auf jeden Fall wieder Kunststoff erstmal an. Jetzt gucken wir da gerade mal. Ja, es könnte besser laufen. Ich meine, wir könnten noch einfach eine Leitung vielleicht hier rüberlegen mit dem und ein paar davon bauen und das Ganze noch mal hier drüben machen und dann wieder hier rüberleiten. Das geht natürlich. Also, komm, das machen wir. Eine Leitung. Hier oben kann ich nicht anbauen, oder? Doch, da kann ich anbauen. So, ungefähr hier. Ja, passt doch. So. Nee, so weit muss das eigentlich gar nicht. Die können wir hier oben andocken. Da legen wir einfach hier noch mal ein paar von denen hin. So. Und dann brauchen wir da noch Wasser. Und halt wieder Chemiefabriken. Tülülülüm. Ja, machen wir erstmal zwei. Junge, Junge. Geil. So, ihr kommt mal weg. Ja, das Holz könnt ihr wieder hier irgendwo hinbringen. Was? Hä? Jetzt gedrückt. Jetzt habe ich auch hier Uranerz hier rumfahren. Wieso? So, es steigt langsam, aber es steigt halt einfach viel zu langsam. So, das heißt, wir brauchen nochmal Wasser. Hier ist doch ein Wassertank. Nehmen wir doch das. So, das ziehen wir einfach auch hier rüber. Ja, können wir mal bis da machen. Dem, 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 dem. Wassertank. Wassertank. So, dann haben wir die Produktion von den Roten nämlich gerettet. Zumindest mal vorerst. So, wie machen wir es am blödsten? Am blödsten wäre es so. Oder ich lege hier unten noch einen Wassertank hin. Einen habe ich doch noch, oder? Genau. So, und du bist jetzt mein Wassertank. Dann kann ich nämlich nach hinten raus noch weitermachen. So. Dann würde ich nämlich hier das machen und wir machen nochmal ein paar Lagertanks. Oder zumindest mal einen, wo wir das reinpumpen und dann das ganze Zeug wieder zurück. Ja, ist natürlich umständlich, aber was soll's. Ein Lagertank hätte ich gerne, wo das Ganze reingeht. Jetzt haben wir noch ein paar Stahlträger. Jo, mach nicht hier so einen Lärm. Wo ist denn hier Problem? Ah, da unten. Das ist natürlich schlecht. Ich glaube, in den nächsten Folgen müssen wir auch die Mauer mal fertig machen. Dringend müssen wir die Mauer fertig machen, damit hier wirklich Ruhe ist. Weil die unteren Sachen, die sind einfach noch nicht so gut geschützt. So, jetzt machen wir mal vier Stück. Und
Das gefällt mir nicht. Aber wie schnell das hier steigt, ne? Wir müssen das unbedingt verbrauchen. Seit nachher, wenn die Mauer außen rum ist, einmal. Ja, wobei es ist auch jetzt schon ziemlich viel. Jetzt greifen sie da an. Ich muss auch irgendwann mal wieder aufräumen hier. Glaube ich. Dringend. Also halt Viecher töten. So, also. Die nächste Folge. Da machen wir die Alkangasproduktion wieder fit, damit alles läuft. Und die Mauer muss weitergehen. Und bis dahin, Leute, würde ich sagen, macht's gut. Bis dann.